liebe Gäste und nicht zuletzt liebe Kolleginnen und Kollegen von den Medien. Euch und Ihnen allen ein herzliches Willkommen und einen guten Morgen zum 10. Landesparteitag der Linken Hessen hier in Butzbach. Zuerst möchte ich folgende Gäste begrüßen. Da wären als erste unsere Landtags- und Bundestagsabgeordneten. Entschuldigt hat sich Gabriele Keiling wegen Krankheit, die Bezirksvorsitzende des DGB Hessen-Thüringen. Begrüßen möchte ich Frau Ursula Entschuldigung, die Vertreterin der Frauen des Landesvorstandes des VdK und Herrn Horst Koch. Herrn Horst Koch-Panzner des VVN BDA Hessen. Wir treffen uns auf diesem Parteitag in einer Zeit, in der viel in Bewegung ist und die manche als Zäsur jedenfalls für einen tiefen Einschnitt bezeichnen. Der Ausgang der Bundestagswahl lässt uns mit einem lachenden und weinenden Auge zurückblicken. Wir konnten das Ergebnis für die Linke überall im Land steigern, ob in den Städten oder in den Flächenkreisen. Außerdem haben wir in der Wahlkampagne so viele Mitglieder gewonnen, dass die Linke Hessen so stark ist wie nie. Dies stellt uns vor die Aufgabe, den neu gewonnenen Mitgliedern Möglichkeiten, Räume und Orte anzubieten, an denen sie sich willkommen fühlen. Außerdem konnten wir in Hessen ein Bundestagsmandat dazu gewinnen und können heute 4 Bundestagsabgeordnete bei uns begrüßen. Euch, die ihr gewählt seid, noch einen herzlichen Glückwunsch und euch allen, uns allen einen großen Dank, die das erst ermöglicht haben und einen engagierten Wahlkampf geführt haben. Allerdings haben wir auch im Bundestag wieder offen agierende Rassisten und Rechtspopulisten. Liebe Genossen, lasst mich noch kurz einfügen, zeitgleich zu unserem Landesparteitag findet der Landesparteitag der AfD in Gießen statt, wo ich hoffe, sehr viele zahlreiche Mitglieder von uns gegen den Landesparteitag der AfD auf der Straße sind. Das ist allerdings der Politik der regierenden Parteien zuzuschreiben, die für eine Politik standen und stehen, die die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Unsicherheiten verstärkt haben. Die neue Regierungsbildung, die da geschönt als Jamaika-Koalition benannt wird, lässt für die nächsten Jahre nichts Gutes hoffen. Die Grünen verraten schon in den ersten Gesprächen ihre Klima- und Naturschutzpolitik. Die wirtschaftsnahe FDP setzt ausschließlich auf eine Digitalisierung der Gesellschaft und die CDU-CSU lässt sich in ihrer Migrationspolitik von den neuen und alten Rechten treiben. In einer Zeit, in der rechtspopulistische und nationalistische Parteien, die kürzlich erst in Österreich und Tschechien in die Regierung gewählt werden, müssen die linken und zivilgesellschaftlichen Kräfte mit aller Kraft dagegenstehen. Wenn Menschen Angst haben, auf die Verliererseite zu geraten, müssen wir das sehr ernst nehmen, denn fast 7 Millionen Menschen in der Bundesrepublik sind verschuldet. Der Hauptgrund dafür sind geringfügige und befristete Jobs. Lasst uns das gemeinsam mit den Gewerkschaften endlich angehen für unbefristete und gute Arbeit, von der Menschen leben können. Vorgestern gab es, selbst in der nordhessischen Zeitung der HNA, eine kleine Randnotiz, die berichtet,
dass fast jede und jeder Fünfte, das heißt knapp 20% der Bevölkerung in diesem Land von Armut bedroht ist oder sind. Und dabei ist das Risiko in allen Altersgruppen für Frauen deutlich höher, besonders bei den Menschen über 65. In manchen Städten ist fast jedes dritte Kind davon betroffen. Eine Chancengerechtigkeit in der Bildung und eine flächendeckende Versorgung mit wirklichen Ganztagsschulen kann dem entgegenwirken. Kämpfen wir für eine gerechte, inklusive, kostenfreie und wirkliche Chancengleichheit in der Bildung, egal ob in der Krippe, Berufsschule oder in den Universitäten. Der gewerkschaftspolitischen Aktionskonferenz der Bundespartei und der Rosa Luxemburg kürzlich in Kassel gab es für mich aufschlussreiche neue Zahlen dazu. Die OECD stellt fest, dass 90 bis 100 Milliarden in die Bildung investiert werden müssen, um diese auskömmlich zu finanzieren. Wir investieren lediglich ca. 5% des Bruttoinlandsprodukts im Vergleich zu Norwegen, welches 8,3% investiert. Der Durchschnitt im Übrigen liegt in Europa bei 6%. Gleichzeitig stieg das Vermögen der Deutschen auf jetzt 8,8 Billionen Euro an. Eine Billion ist eine Zahl mit 12 Nullen. Und das verteilt sich auf einige wenige Prozent der Gesamtbevölkerung. Und da müssen wir ran, und zwar gewaltig. Werden, das Übel an der Wurzel packen. Ein Umverteilen von oben nach unten ist notwendig, nicht gegen drinnen und draußen. Und dazu bereitet der Landesverband eine hessische Kampagne vor und das wird Thema des nächsten Landtagswahlkampfs sein. Die sogenannten Paradise Papers zeigen, dass ein Umsteuern dringend notwendig ist, um diese Vermögen angemessen zu verteilen, nämlich umzuverteilen. Wir bieten den Menschen eine linke Alternative, nicht die Partei, die das im Namen führt. Denn diese steht für Nationalismus und Rassismus, dem wir uns überall und konsequent entgegenstellen, egal ob im Fall der mangelnden Aufarbeitung der Morde des NSUs, der AfD oder Kreisen und Personen innerhalb der CDU/CSU, sowie gegen jeglichen Rassismus und gegen jede Fremdenfeindlichkeit aus der Mitte der Gesellschaft. Wir treten all dem entschieden entgegen und kämpfen für soziale Gerechtigkeit mit und für die abhängig Beschäftigten, Armen und sich abgehängt fühlenden Menschen in unserer Gesellschaft. Dafür stehen wir. Für soziale Sicherheit, für alle in diesem Land Lebende. Denn für uns Linke ist die Menschenwürde unteilbar. Für uns haben alle Menschen die gleichen sozialen Rechte. Die Linke Hessen wird weiterhin gemeinsam dafür kämpfen. Für eine Politik, für die Interessen der Mehrheit und nicht wie alle anderen neoliberalen Parteien, für die 10% der Reichen und Vermögen. Wir werden uns als eine linke und antikapitalistische Alternative in den vor uns liegenden Landtagswahlkampf und in der Gesellschaft anbieten und sorgen so für ein Gegengewicht zum politischen Establishment und überlassen dieses Feld nicht den Rechten und Rechtspopulisten. Wir werden unser eigenständiges Profil bewahren und immer wieder schärfen, auch in Abgrenzung zu anderen Parteien. Die Linke muss ihr Profil als soziale Kraft- und Friedenspartei nutzen und in die Gesellschaft wirken und nicht zuletzt als Kümmererpartei. Als antikapitalistisches, sozialistisches Pendant zum vorherrschenden neoliberalen System. Und in diesem Sinne, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. So, liebe Genossinnen und Genossen,
Wir kommen jetzt zur Konstituierung des Parteitages und dann darf ich das erste Tagungsprinzip just nach oben bitten. Michael. Ja. Emine, Pektasch und Heidi Grünmar bilden unser erstes Tagungspräsidium.